Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kollegin Dadelem, manchmal heißt es ja aus der Linksfraktion, Sie könnten nichts für den Beifall von ganz rechts. In diesem Fall haben Sie ihn sich redlich, aber sehr redlich verdient. Ich habe heute Morgen auf Radio 1 den Fraktionsvize der CDU-CSU-Fraktion gehört. Der hat zur nationalen Sicherheitsstrategie gesagt, das ist eine ausgezeichnete Analyse. Und das hat ja Ihre Rolle, Herr Hart, so schwer gemacht. Sie konnten dem nur noch hinzufügen, dass die Bildauswahl Ihnen nicht gefallen hat, dass ein Satz doppelt aufgefallen ist. Und dann haben Sie noch angemerkt, dass die Strategie tatsächlich im Bereich der 2% das gemeinsame Gesetz zum Sondervermögen kritisiert hat. Also ich finde, das ist ein großes Kompliment an die Außenministerin, wenn die große Oppositionspartei das als Kritik über hat. Wir scheinen in dieser Frage offensichtlich einen breiten Konsens, was die Lage dieses Landes angeht, hier getroffen zu haben. Und deswegen herzlichen Glückwunsch, Annalena Baerbock. Herzlichen Glückwunsch dem Kollegen Lambsdorff. Herzlichen Glückwunsch der heute leider erkrankt abwesenden Agnieszka Brugger, ohne die es diese Strategie auch nicht gegeben hätte. Und deswegen ist es ein guter Tag für die Ampel. Es bleibt über eine Debatte, die ich sehr spannend finde, nämlich über die Frage, wie wir das institutionalisieren. Das ist ja die Debatte um den Bundessicherheitsrat. Und ich kann Ihnen aus meiner Erfahrung vieler transatlantischer Besucher eines sagen. Die Einführung eines nationalen Sicherheitsrates führt nicht zu einer Verringerung der Interagency-Konflikte, führt nicht zu einer Verringerung der Kompetenzkonflikte, sondern wenn ich was wissen will in den USA, muss ich ins State Department gehen, ich muss ins Pentagon gehen und ich muss ins NSC gehen. Aber es ist nicht immer sicher, dass das, was ich im NSC höre, am Ende das ist, was der Präsident entscheidet. Und da haben wir es mit einer Präsidialdemokratie zu tun, anders als das Grundgesetz, was nämlich sich der Schwierigkeit zu stellen hat, dass die Ressourcen in Eigenverantwortung verwaltet werden. Und wer glaubt, wir würden einen Koordinierungsgewinn dadurch erzielen, dass wir jetzt möglicherweise noch unter Einbeziehung einer Innenministerkonferenz, die zwar krachende Beschlüsse fehlt, aber hier, wenn es hier um die Debatte geht, abwesend ist, dass wir da ein Mehr an Kohärenz in der Sicherheitspolitik haben. Diesen Glauben haben wir nicht. Wir haben bewiesen, wie wir kohärent handeln können ohne einen Sicherheitsrat.